Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS13 Megaprojekt mit dem Markus und dem Guten. Jo. Yes, Leute. Und natürlich. Ja, kräts da ich miteinander. Ja, na gut. Jetzt zeig miteinander. Wie bitte? Jetzt zeig miteinander. Ja, genau. Ich finde, wir können die Mischstation ein bisschen runterfahren von der Produktion her. Geht nicht. Kann man runterfahren? Wie kann man, kann man das einstellen? Ja, ich meine nur, dass wir nicht jetzt Silage nachtanken. Wir haben nämlich. So. Dann noch 30 Tonnen auf Vorrat und die Kühe sind auch schon versorgt für 6 Tage. Das heißt, wir haben mindestens für 12 Tage und das ist ziemlich viel eigentlich. Ja, auf jeden Fall, das passt. Dann können wir die Silage, können wir dann ein Silo schaufeln, dass es ein bisschen Cash gibt. Ja. Cash Money Bag. Haben wir mal wieder so. 20.000 oder so. Genau, ja. Es läuft nicht so um Eier verkaufen. Passt auf jeden Fall so. Wie bitte? So, vielleicht kriege ich noch auf 100 Eier, 150 Eier voll, dann kannst du das schön durchrechnen. Ja. Vielleicht ja, weil ja. Das würde mich echt mal interessieren. 144, da liegen keine mehr rum. Fünf Stück stehen noch da. Ja, aber ich glaube, das stimmt nicht. Ach so. Ja, das wird auch verbuggt sein. Ich könnte den PDA nachschauen, dort stimmt es genauer, oder? Ja, da müsste es hinhauen. Hühnerbestand, 5 Eier liegen noch herum. Wo liegen die 5? Augen auf beim Eierkauf. Wenn es leicht wäre. Also ich stehe jetzt genau vor dem Verkaufssymbol. Ist ein nettes kleines Haus, was die verkauft. Da ist kein Ei mehr. Eine da Frage, wo steht denn der Mähdrescher? Am Feld. Ja, an welchen? Achso, 16 unten. 16er. Okay. 16 okay. Unten. Ja. 48, okay. Wir schaffen die 150, denke ich noch. Das geht aber da noch. So. 49 müssen wir jetzt haben. So, erstmal muss man auch dazu sagen, kleine Info Wolle für die... Wolle hat schon wieder ein Drittel. Also erstmal kleine Info für die Zuschauer, erstmal quasi jetzt der letzte Part mit mir, Guten und Markus. 150. Mal gucken, ob wir in der nächsten Aufnahme oder in den nächsten Parts, die kommen werden, noch jemand dazu bekommen. Vielleicht ist der Doc dann wieder fit und einsatzbereit und der David mit dabei. Oder vielleicht mal der Sachse oder der Schui oder was weiß denn ich. Oder Schrammo oder so. In Dennis gibt es auch noch, von denen habe ich auch schon lange nichts gehört. Ja, Dennis, genau, was ist eigentlich mit dem? Er hat letztens einmal alleine aufgenommen, meine ich. Ja. ich habe aber auch nichts gelesen in der Konfi. Ja, achtet mal bitte auf den Preis, ich gehe jetzt Eier verkaufen. Ja, dann warte kurz. Warte, ja, nimm mal die Zeit runter. 32, okay. 4, 35. Eier verkauft? Ja, 800. 850 circa. Ja. Also 5 Euro plus 5,50, 6 Euro. Irgend ja, 6 sowas. Euro circa. Und das ist auch schwer. 6 Euro, genau. Also dann werde ich jetzt wahrscheinlich privat Hühner kaufen. Bei 6 Euro pro Ei. Das wäre schön, wenn man das kriegen würde. Die kacken doch eins am Tag, oder? Eins am Tag, ja. Das ist ich gut. Glaub, wenn nicht sogar zwei. Es gibt vielleicht sogar zwei, ja. Meinst du, die guten Hühner machen zwei? Die guten, ja. Also die guten Hühner? Ja, deine nie. Quasi. Ach. Muss das Feld noch wachsen? Dann müssen wir ja. Nochmal spulen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, es ist fertig. Fertig. Könnten wir nämlich noch eine Rollepalette vollfahren. Die hat ja auch schon bei wieder 50%. Ja, willst du noch spulen, das Stück? Nee. Ach so. Das dauert eine Ecke. Noch ein Stück. Aber bei 100 Kühen, also 100 Schafe, wenn die gut versorgt sind, das läuft jetzt. Also da kann man auch durchaus Geld mit verdienen. Keine großen Sprünge, aber so. Ja, aber es ist ja zu überlegen, was kostet ein Schaf? 200. Wir haben jetzt aber schon 100. Ja, 20.000 haben wir 200. Ja. Gibt es einen kleinen Anhänger, der die Paletten fixt? Der ganz normale Standard-Dings. Erstmal. Ja. Oder wir nehmen einen Mod. Oder wir fahren hier einfach mit der Palettengabel runter. Das ist ganz kurz hier nur rüber, einmal über den Berg. Das ist dieses Mal nicht so eine Riesenentfernung wie auf Hagenstedt. Ja, es kann ja sein, dass es einen Anhänger gibt hier, der die Paletten direkt fixt auf dem Anhänger, dass die nicht runterfallen. Ja, der Standard müsste sogar können, der blaue. Weil ich weiß, es gibt, naja gut, das ist für hier ungeeignet, aber was ja richtig cool ist, ist ja das Transportprofi-Pack. Da hast du ja direkt einen Sattel und hinten einen großen Sattel auf Flieger und der stapelt die da richtig, richtig ordentlich rein. Okay. Also das ist richtig cool, das Transportprofi. Also der was, aber da kannst du das, stapelt der selber rein oder? Du kannst es selber reinstapeln und du kannst es aber auch automatisch einladen im Vorbeifahren.
Oder wenn du dich nah dran stellst. Also So, das war auf also jeden du willst nicht dreschen, so schaut das aus. Aber hier machen wir Ach eigentlich so. wirklich auch scheiße Nee, doch, ich Geld. dresch. Lass mich dreschen. Lass mich reden! Ich dresche, ist dir keine Problem. Hier ein bisschen das Unkraut vom Rand wegschneiden und dafür mal eben pro Palette 3000. Genau. Ey, wir hatten den Tempomat runtergenommen auf der 1. Der 1, wir fahren immer auf der 2. Beim Dreschen Sorry. fährt man 2. Wer hat den Tempomat hochgenommen auf der 2? Hoch. 15. Der war, glaube ich, auf 14 oder 15, als ich da Ja, mitgefahren ich bin. weiß nicht, ich bin letztes Mal auf 12 gefahren. Ja. So, was gibt's noch zu tun eigentlich gerade? Eigentlich, naja, Gras unten wäre höchstens wieder zu tun. Dann hier die Felder natürlich wieder Da fertig, ansehen. ne? Also ist, jetzt kommen wir so langsam in so eine kleine. Ja. Rotphase. Ja, so langsam hängt es Sollten noch gerade ein ein Feld bisschen. kaufen. Wie viel geht. Ah, warte mal, was haben wir in Kredit? Wir haben noch 100.000 Euro Kredit offen. Halt, wir könnten noch aufnehmen auch. Oder zurückzahlen. 100.000 können wir auch noch aufnehmen. Aber zurückzahlen würde ich jetzt echt nicht empfehlen. Weil dann stehen wir ja wieder komplett leer da. Kosten das 19er Feld jetzt? Die Felder waren hier gar nicht so teuer. Die Felder Ach, das sind nicht 90er teuer. kostet 85. Sollte man das Und nicht ne? vielleicht kaufen? Soll ich hingehen, kaufen? Kann ich machen. Und dann Gras ansehen? Ja. Aber der Case Puma ist wieso, glaube ich, gerade frei, oder? Ja, dann hole ich den dabei runter. Ja, dann würde ich auch sagen, machen wir das so, dass man das Dann Feld. haben wir da schon echt krass viel Gras. Ja, aber für die Ja, aber BGA ist es es nicht bringt schlecht. viel mehr. Vor allen Dingen haben wir dann irgendwann auch die Nähe zu den Kühen, weil ich sag mal so, später werden wir nicht mehr mit Gras Silage machen wollen. Aber wir haben dann immer noch das Gras direkt am Kuhstall. Erstens Genau. das und auch direkt bei den Schafen. Ja, Ich weiß ja nicht, wie weit wir die Schafe ausdehnen wollen. Also das ist jetzt mal nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe. Aber Schafe wird sich auch. Ich glaube, wenn du weniger als 500 Schafe hast, reicht ein Profi-Hopper, den du einmal am Tag da zweimal voll fährst. Ja, ist Ja, klar. Das geht nichts. oder du stellst halt deinen Ladefeuerwagen mit 60 Tonnen einfach hin und Genau. lass den für 2 Jahre stehen. Lässt So ungefähr. reinrieseln. Das stimmt allerdings. Und Feld gekauft. Superieur. Habt ihr 200.000 Kredit genommen? Nein. Nein, nein. 100.000. Genau, Ah, 160 haben wir jetzt. die 100. Ja. Okay. Also 40.000 haben wir noch Spielraum. Ja, jetzt sollte nachher irgendwann die Nachfrage kommen, dann haben wir sicher was zum Zurückgeben auch einmal. Ja. Ja. Wo wir natürlich dann auch vielleicht mal einen größeren Schlepper wieder, um ein bisschen weiterzukommen. Größerer Schlepper und Mähdrescher. Jedresch ist auf Aber jeden wir Fall haben ja auch wichtig. wirklich viel mittlerweile im Silo. Also kann ja uns eigentlich schon bald nichts mehr passieren. Wir brauchen Ja. aber auch bald wieder Stroh, wenn man mal so zu Ja, den ich Kühen behalte guckt. die als nächstes, gleich mal wieder Stroh anbauen. Ja, Weil also müssen wir startet. danach noch mehr Raps. Ja, und dann haben wir eh 100 Tonnen Raps. Machen wir Ja, lieber was weil wir anderes. müssen, wie gesagt, also müssen halt mal schauen, weil die nächsten Investitionen, die werden halt jetzt immer größer, ne? Und immer teurer. Ja, wird immer teurer, das ist halt das Ja, aber es geht auch Problem. schneller mit dem Geld. Ja. Auf Ich jeden denke mal, Fall. was dann so entscheiden wird, ist dann der Drescher. Also wenn wir den dann haben. Viel Fläche, wenn du dann viel Fläche auch noch hast. Ja. Dann kannst du natürlich richtig mehr da ziehen. Ja, selten spulen und dann macht das halt richtig Eindruck. Ja. Ich werde jetzt mal mähen auf dem Feld. Ja, das andere Feld wartet jetzt noch. Ja, das machen wir dann beim nächsten Durchgang. Genau. So, naja, wie gesagt, liebe Inno, hast du Zuschauer, eigentlich ja? vorher gespart, da rundherum Feld 21 auch oder nicht? Ich bin voll. Moment. Ach so, nee, glaube ich nicht. Ja, weil dann liegt da jetzt nach einer doppelte Menge Gras schon. Ah ja, okay. Warte, ich danke dich ab. Also du stehst gerade ein bisschen blöd. Das kann ich ändern. Warst du unten? So. Ja, ein bisschen schlimm. So, du kannst aber schon anfangen. So. Ja, wie gesagt, liebe Zuschauer, wird jetzt gerade ein bisschen fad, weil wir in Geldnot sind, aber wir haben zumindest mal wieder eine Investition gemacht, und zwar das Feld 19 mit Gras für die BGA, und neue Maschinen werden auf jeden Fall kommen, und das reichlich. Ja, sobald die, Ja. also wenn wir im Silo vernünftige Preise dafür kriegen, dann rockt das. Ja. Wir haben dann so, wie viel haben wir denn jetzt hier gegen Ziele? Wir haben. Ah, halte die Statistikseite offen.
Es wäre halt eben schön. Das ist circa, keine Ahnung, die Hälfte, halt das sind 100.000, 200.000, 300.000, was wir jetzt in dem verdienen, damit schon was wir im Silo haben. Ja. Was halt wirklich mal schön wäre, ist, wenn man halt mal auf den Server kommen würde und es wäre etwas fortgeschrittener. Ja, aber das ist halt das Leid derjenigen, die aktiv sind. Ja. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Wenn du so aufnimmst wie Shui, einmal die Woche, dann hast du immer einen schönen Fortschritt. Ja, auf jeden Fall. Also der Freitagspart und dann im Gegensatz zum Montag oder der Sonntags- und Montagspart, der ist natürlich gravierend, ne? Na klar. Da macht's man. Die andere Seite ist, das, was bei ihm Dienst oder das, was bei ihm Mittwoch läuft, das ist halt bei mir am Sonntag schon durch, so ungefähr. Ja. Ich glaube aber nicht, ich weiß nicht, wie lange ich hier noch Doppelparts mache. Also Doppelparts werde ich auch nicht mehr allzu lange machen, das sage ich gleich mal vorneweg. Ich habe natürlich dann bald Ferien, also da, das kommt dann bald. Da kommen dann nämlich nicht mehr Doppelparts, da kommen dann Vierfachparts, Quattroparts. Das könnte ich sogar theoretisch machen, also angenommen, ich lagere das Hochladen zu meinen Großeltern aus. Ja, na dann mach das mal gut, ich komme alle 2 Tage auf dem Server und da habe ich immer auch einen schönen Fortschritt. Das stimmt, ja. Naja. Ja, das würde ich machen, wenn jemand mitzieht, also wenn... Alleine hier aufzunehmen. Soll ich jetzt auch mit dir mitmachen Größe. Oder was? Vier Parts? Ja, also 4 Parts am Tag, das ist ja für dich jetzt eigentlich auch ein Klacks. 4 Parts, 10 Minuten. Was zum Hochladen meinst du jetzt? Nein, 4 Parts, 10 Minuten Länge. Ach so, ja. Nein, wir rechnen schon eine Viertelstunde. Nee, 20, 18er haben wir. Also unsere Standard ist 18. Ach so. Wenn der Guten stoppt, ist es immer zwischen 18 und 22. Oh, super. Also immer dann, wenn er aufschreckt und... Oh, oh, da war noch was. Ja, war ja, so ungefähr. Ups. Malheur. Malheur. So, fahren wir mal noch ein bisschen in an sich, dem Drescher. Das du ist sagst auch noch mal... Bescheid, wenn du wen brauchst zum Abtanken. Moment, jetzt habe ich hier gerade eine Bahn ausgelassen. Das mit der Innenansicht ist vielleicht doch nicht ganz so stark. Aber man soll ja üben, ne? Freunde, so südliche Idee. Ich freue mich schon auf die große Maislegemaschine. Oh yeah. Darüber springen wir auch die kleine, ne? Wird auch was sagen. Kaufen wir gleich nachher so einen fetten Magnum und dann geht's schon. Und dann passt das. Obwohl was? Die 9 Meter Mais schafft der Depot mal 200 PS? Das könnte sogar noch gerade gehen. Nein. Also 300 PS brauchst du schon fast für die kleine. Für die 6er. Ja, zwischen 6 und 8 ist ja auch nicht mehr der größte Unterschied. Ja, MacManias, was willst du zu uns sagen? Was würde ich sagen? Ja, irgendwas, du wolltest 2-3 Mal reinreden. Ja, das Problem ist, ihr unterbrecht mich einfach gekonnt so oft, bis ich es vergessen habe. Das ist immer sehr, sehr... Das ist... Keine Ahnung. Wie das Feld hier am Anfang in 2-3 Stunden mit Oldtimer bearbeitet haben. Und wie gekonnt ich dich gerade wieder unterbrochen habe. Ja, das ist jetzt. Ich wollte dich nur ausreden lassen, dann wollte ich das ansprechen. Das war wieder ganz gekonnt abgewürgt. So, MacManius sagt was und ja, die Oldtimer ganz am Anfang, könnt ihr euch das noch vorstellen. Und jetzt sind wir schon hier. Was wolltest du sagen? Ach ja, und wisst ihr eigentlich das und das noch und so? Wolltest du nicht was sagen? Ach, Mann. Guten, ey. Wisst ihr, so geht das nicht weiter mit uns. Nee. Er macht Schluss. Habt ihr jetzt 7 Monate zusammen, das verfliegte 7. Monat oder was? Ja, der verfliegte 7. Naja, ist doch was Wahres dran. Wir haben nicht mal Freitag der 13. oder sonst irgendwas. Nee. Ach Mann. Du, ich sehe gerade, mein Boomer wird bald leer. Der hat nur mehr 60 Liter drinnen. Ich hab 74%, wenn dann mal jemand Bock hat. Gut, ich oder du? Ich kann wohl am Ende dieser Reihe, das sollte passen. Passt. Ja. Hat denn schon irgendwo ein Schlüter mit Anhänger in Sicht, oder? Der steht eine Frage hätte ich mal noch, und zwar YouTube so betreffend. Was habt ihr euch bestimmte Ziele gesetzt, was ihr jetzt in einem Zeitraum, also für einen Zeitraum oder für generell oder gar keine Ziele, einfach lustig drauf los, oder? Meine Ziele waren immer 50 Abonnenten. Okay, leicht drüber. Boah, Ziele.
Also ich weiß ja nicht, ich hatte ja ausgeführt so vor 3 Parts ungefähr, mit den, ich habe mir ja das Ziel gesetzt, in einem Jahr 1000 Abonnenten zu schaffen. Ja, so groß und wahnsinnig war ich nicht. Ehrlich? Nö. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht die falschen, ich habe vielleicht die falschen Kanäle geguckt, deswegen war ich da doch etwas. Aber gut, die andere Seite ist, es ist nicht mal ein, na doch, es ist ein Jahr rum und ich habe 1500. Ja, was denn? Ach, ist nicht auf? Ich habe da O gedrückt. Mann. Kackwurst, ja, Kackgerät. Ja, und auf und zu und zu und zu und zu und der Bad ist schon wieder zu Ende. Die Ziele werden gleich im nächsten Bad angesprochen. Ach, da haben wir das ja eben vergessen. Das ist eine andere. Nein, nein, ich schreibe mir das extra auf. Das ist eine andere Besetzung dann. Ach, genau, die ist sicher da die gleiche. Ja, oder wir hauen noch schon wieder ein Bad raus und das geht dann. So. Ja, ja, ich hatte, glaube ich, anmoderiert, ja. Ach so. Aber ist egal, gut, du kannst mir auch meinen letzten Funken kannst du mir auch noch nehmen. Weißt du, oh, so das Letzte, was ich habe. Mit deinen großen, wahnsinnigen 1000 Abonnenten im Jahr. Das ist Wahnsinn. Sind 3 am Tag, Alter. Das schaffe ich bis Weihnachten, Leute. Bin ich gespannt. Da bin ich auch gespannt. Um was wettmann? Ich bin immer so gern für Facecam-Videos und Glatze rasieren oder solche Geschichten. Sag jetzt nicht, du hast Glatze. Ey. Du hast ja abbrochen. Ach so, nö. Nein. Wir warten gerade. Was? Wir warten auf deine Antwort. Ich habe nichts zu sagen. Okay, na gut, Leute, dann bis zum nächsten Part. Tschüss.